Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Neujahrsempfang des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid. Schon wieder ist ein Jahr rum. Schon wieder liegt der erste Advent hinter uns. Schon wieder öffnen wir jeden Tag eine weitere Tür in das neue Kirchenjahr hinein. Es steht unter einem Wort aus dem Hebräerbrief. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Wort, das sich eng anlehnt an ein anderes, das in unserem Kirchenkreis eine hohe Bedeutung hat, aus dem Propheten Jeremia. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Beide Worte haben eines gemeinsam. Es sind Worte, die Christinnen und Christen auffordern, sich nicht auf sich selbst zurückzuziehen, sich nicht hinter sicheren Mauern zu verstecken, sondern draußen vor der Tür für das alltägliche Leben einzustehen. Draußen vor der Tür, dort, wo Jesus gelitten hat, inmitten der Welt, die uns oftmals fremd bleibt, gilt es, Gutes zu tun, das Leben zu teilen, weil dies Gottes Willen ernst nimmt. Wer die zukünftige Stadt sucht, gewinnt einen unverstellten Blick für all das, was nicht bleiben kann, was überwunden werden muss, wenn Gottes Gerechtigkeit und Friede einziehen sollen. Und wer das tut, wer anfängt, genau hinzuschauen, beginnt, der Stadt Bestes zu suchen. Unter den Zahlen der letzten Wochen ist eine Zahl mir in besonderer Weise nachgegangen. 40,5% der Kinder unter 3 Jahren in Gelsenkirchen leben in prekären Lebensausstattungen. Das heißt nicht, dass sie verwahrlost wären. Das heißt nicht, dass sie keine Liebe erfahren. Das heißt aber sehr wohl, dass die Eltern dieser Kinder, ihre Mütter und Väter, sehr viel Kraft aufwenden müssen, um mit ihren Kindern aufrecht durch das Leben zu gehen. Der tagtägliche Kampf um das Überleben angesichts immer prekärer werdender Arbeitsverhältnisse führt diese Eltern an ihre Grenzen. Ich bewundere die alleinerziehenden Mütter und Väter und die in gemeinsamer Verantwortung erziehenden Eltern um ihre tagtäglichen Leistungen. Und die, die es nicht schaffen, die an dieser Aufgabe verzweifeln und zerbrechen, sie verdienen ebenfalls unseren Respekt und alle Hilfe, die wir geben können, ganz persönlich und in gemeinsamer Verantwortung. In der Sprache des Hebräerbriefes heißt es dann eben ganz schlicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Das neue Kirchenjahr 2012-2013 steht darüber hinaus unter dem innerkirchlichen Thema Reformation und Toleranz. In Vorbereitung auf das 500. Reformationsjubiläum 2017 soll dieses Thema im besonderen Fokus innerkirchlicher Nachdenklichkeit stehen. Als evangelische Kirche dürfen wir uns nichts vormachen. Da gibt es in unserer Kirchengeschichte ganz dunkle Kapitel voller Intoleranz. Und religiöse Intoleranz hat ein hohes zerstörerisches Potenzial. Martin Luther schrieb, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben oder zu ihm kommen kann. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, ich kann und darf nicht auf andere, die anders oder anderes glauben, voller Intoleranz herabschauen. Es verbietet sich jede Form religiöser Intoleranz, die den anderen abwertet, den Respekt verweigert, den sie oder er als Mensch verdient. Wikipedia schreibt, Toleranz,
Auch Duldsamkeit ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich ist damit heute häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung gemeint, die jedoch über den eigentlichen Begriff Duldung hinausgeht. Als Steigerung der Toleranz gilt die Akzeptanz, die verstehende Haltung gegenüber einer anderen Person oder ihrem Verhalten. Der Weg zur Akzeptanz führt damit über die Toleranz. Es gilt aber auch umgekehrt, die Toleranz wird erst dort möglich, wo wir den anderen in seinen Rechten, in seinen Menschenrechten anerkennen. Dazu gehört die Religionsfreiheit, dazu gehört die Meinungsfreiheit, dazu gehört das Selbstbestimmungsrecht der Frau und des Mannes in der Partnerschaft, auch in der sexuellen Grundorientierung. Dazu gehört aber auch das Recht des Kindes auf Bildung und das Recht des älteren Menschen auf ein Lebensende in Würde. Eine Gesellschaft, die in dieser Offenheit auch Unterschiede aushält, die in dieser Offenheit um Gerechtigkeit und Frieden ringt, ist auch stark, wenn es darum geht, jeder Form von Fremdenfeindlichkeit den Nährboden zu entziehen. Wenn es darum geht, der Diskriminierung von Menschen ohne Arbeit eindeutig entgegenzutreten. Wenn wir vor kurzem in Gelsenkirchen an 40 Jahre interreligiösen Dialog erinnert haben und dabei besonders auch an Pfarrer Richard Walter und sein Engagement, dann gehören genau diese Dinge zu einer Gesellschaft, die nicht aufgibt, weder Menschen noch den Traum von Gerechtigkeit und Frieden. Diese Freiheit zur Toleranz provoziert, im besten Sinne des Wortes. Sie lockt uns alle heraus, gemeinsam an einer Stadtkultur zu arbeiten, in der Menschen aufeinander achten, aufeinander zugehen, miteinander ringen und füreinander einstehen. Eine Chance, dies an einem Beispiel durchzubuchstabieren, bietet die neue Hauptvorlage der Evangelischen Kirche von Westfalen, Familien heute. Vor etwa 3 Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt, lädt sie uns ein, über Familien im 21. Jahrhundert nachzudenken. Familienwirklichkeiten wahrzunehmen, biblische Traditionen noch einmal neu in den Blick zu nehmen und zu fragen, wie man Familien stärken kann, im Blick auf ihre zentrale Aufgabe in der Gesellschaft. Dabei gilt es, Engführungen wahrzunehmen und neue Perspektiven zuzulassen. Familie ist dort, wo Menschen generationsübergreifend, verlässlich und auf Dauer füreinander Verantwortung übernehmen. So eine der zentralen Aussagen der Hauptvorlage. Das ist nicht neu, aber für uns in Kirche neu zu buchstabieren. Es öffnet einen freien Blick auf die heutige Vielfalt von Familienformen. Es öffnet den Blick auf die gemeinsame Verantwortung für Familien mit Kindern und auf Kindern mit zu pflegenden Angehörigen. Es erweitert unser Bemühen, kein Kind zurückzulassen, um den Vorsatz, keinen Älteren allein zu lassen. Es öffnet unseren Blick auf Zusammenhänge, die Familien stärken und an denen Familien auch scheitern. Und es öffnet den Blick auf notwendige familiäre Strukturen in unserer Alltagsgesellschaft, in der Nachbarschaften zum Beispiel ihre Stärken entdecken, Stadtteile ihre Vernetzungspotenziale. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, das ist eben auch geteilte Zeit und geteilte Kreativität. In diesen Netzwerken tätig, vielfältig und hochprofessionell sind Initiativen und Wohlfahrtsverbände. Einer davon unser Diakoniewerk, das Diakoniewerk des Evangelischen Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid, das in diesem Jahr den 10. Geburtstag gefeiert hat. Diakonie, Wesensäußerung von Kirche, Diakonie, niemals Selbstzweck, sondern Dienst am Menschen. Diakonie, soziale Arbeit im Auftrag einer Gesellschaft, die aus den Erfahrungen des Dritten Reiches gelernt hat, dass allein Vielfalt
vor tödlicher Einfalt bewahrt, dass der Dienst am Menschen niemals einer Ideologie überlassen werden darf und ich füge hinzu, auch nicht der Ideologie sogenannter Marktradikaler. Diakonie, der Teil kirchlicher Arbeit, der bereits vor Jahren hat lernen müssen, mit öffentlichen Geldern sehr verantwortlich und sparsam umzugehen, der gegenwärtig erlebt, dass es nicht einfach ist, seine Unschuld zu bewahren, wenn Finanzierungen wegbrechen, Zuschüsse gekürzt werden, bei zunehmenden Erwartungen an die Qualität der Arbeit. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, zukünftige Herausforderungen der Diakonie, so das Thema unserer Zeitansage gleich. Müde werden, das spiegelt, glaube ich, sehr gut das wider, was viele Verantwortliche in der Diakonie spüren, angesichts des dauernden Drucks auf der Kostenseite zu sparen und bei der Qualität zuzulegen. Im Ergebnis wird Arbeit verdichtet, bleibt kaum noch Zeit für den Menschen und seine Bedürfnisse, vor allem im Bereich der Pflege. Und dennoch, lasst uns Gutes tun. Ein entscheidender Motor für alles diakonische Handeln, der Dienst zum Wohl des Menschen. Und so bin ich sehr dankbar, lieber Herr Professor Dr. Huber, dass wir Sie gewinnen konnten, am Ende des Festjahres unseres, in der Tat 10 Jahre jungen Diakoniewerkes, evangelische Zeitansage im Rahmen unseres Neujahrsempfanges unseres Kirchenkreises und seiner Diakonie zu übernehmen. Und damit noch einmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu Beginn dieses neuen Jahres. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aus den Ämtern dieser Stadt, aus Ökumene, evangelischer Kirche und ihrer Diakonie. Stellvertretend für Sie alle begrüße ich in unserer Mitte ganz herzlich einmal den Bezirksbürgermeister aus Wattenscheid, Hans Balbach. Er hat sich ganz bescheiden an den Rand gesetzt. Und bei diesem besonderen Thema eben auch, denke ich mir bezeichnend, die Sozialdezernentin der Stadt Gelsenkirchen, Karin Welge. Und damit begrüße ich Sie alle ganz herzlich aus der Kommunal- und Landespolitik und aus den benachbarten Ämtern. Ein herzliches Willkommen auch Dietmar Schmidt, Stadtdechant in Bochum, der die römisch-katholische Kirche vertritt, und ein herzliches Willkommen all anderen Geschwistern aus unserer Schwesterkirche. Lieber Dietmar, ich weiß jetzt gar nicht, wo du sitzt. Herzlich willkommen. Ein besonders herzliches Willkommen Frau Neuwald-Tasbach von der Jüdischen Kultusgemeinde. Schön, dass Sie heute da sein können. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen aus den Kirchengemeinden und Presbyterien, den kreiskirchlichen Diensten und der Verwaltung, besonders heute aus der Diakonie. Schön, dass Sie da sind. Der Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, Frank Baranowski, und der Synodalassessor unseres Kirchenkreises, Pfarrer Dieter Heisig, Sie haben einen gemeinsamen Termin in Düsseldorf. Als gemeinsame Träger der Agendaarbeit und des Agenda 21 Büros in Gelsenkirchen hoffen wir etwa jetzt zur gleichen Zeit mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2012 ausgezeichnet zu werden.